Asylmissbrauch stoppen, Verfahren beschleunigen. In der aktuellen Flüchtlingsdiskussion wird das ja als die neue Erkenntnis verkauft. Dabei war das alles schon mal da. Die zentrale Person dieser Forderung hieß damals Rita Süssmuth. Vor 15 Jahren schon hatte sie mit ihrer Süssmuth-Kommission empfohlen, Zuwanderung gezielt zu steuern. Doch anstatt diese Empfehlung umzusetzen, ist nichts geschehen. Ulrich Hackmann und Mike Lingenfelser. Oberbayern pur. Holzkirchen nahe München. Und mitten im Dorf, gleich hinter dem Rathaus, ein Protestcamp von Flüchtlingen. Sie protestieren gegen die Unterbringung in diesen Containern. Zu heiß im Sommer, zu kalt im Winter. Unzumutbar, sagen die Flüchtlinge. Viele warten seit Jahren auf eine Entscheidung über ihren Asylantrag. Die Leute wollen ein bisschen etwas Respekt, Rücksicht, dass wir Menschen sind, gleiche, mit Augen, Blut. Die Flüchtlinge sind in Holzkirchen offen aufgenommen worden. Es gibt einen großen Helferkreis und viel Verständnis. Doch langsam kippt die Stimmung. Das, was sie jetzt damit machen, da schneiden sie sich mit ins eigene Fleisch, glaube ich. Ich finde es sehr schade, weil ich zufällig weiß, dass die eigentlich sehr gut betreut werden. Und ich bin dafür, dass man den Leuten hilft, die wirklich Hilfe brauchen, aber dass man ganz irgendwann sortiert. Gell? Wer soll bleiben, wer darf bleiben? Drängende Fragen, die sich nicht erst seit heute stellen. Doch an den Antworten mühen sich deutsche Politiker schon seit 15 Jahren ab. Hier Angela Merkel im Jahr 2000. Wir wollen, dass politisch Verfolgte Asyl erhalten. Wir wollen, dass der Asylmissbrauch bekämpft wird. Und drittens, wir wollen eine Verkürzung der Verfahrensdauer. Verfahrensdauer verkürzen, Asylmissbrauch bekämpfen. Die gleichen Schlagwörter auch heute. Diesen massenhaften Missbrauch des guten Asylrechts, das im Grundgesetz geschützt ist, einzudämmen und abzustellen. Seit 15 Jahren dreht sich die Asyl- und Einwanderungspolitik im Kreis. Wir sind jetzt genauso schlau wie vorher. Gab es dann nicht den Bericht der Süssmuth-Kommission? Bereits 2001 hatte Rita Süssmuth gesagt, Deutschland brauche Einwanderung und die müsse gesteuert werden über Quoten, etwa nach dem Bedarf an Fachkräften. Ob Flüchtling oder Arbeitsmigrant, sie wollte die Nöte aller Zuwanderer im Einklang mit den Interessen Deutschlands lösen. Frühzeitig. Doch die meisten Vorschläge wurden nicht umgesetzt. Dabei sind sie bis heute aktuell. Ich muss sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass je früher wir mit der gesteuerten Zu- und Einwanderung umgegangen wären, desto besser. Doch das ist nicht geschehen. Deshalb sitzt in Holzkirchen dieser Chemiker aus Afrika seit Jahren in einem Container und wartet auf seinen Asylbescheid. Erst im Januar wurde das Arbeitsverbot gelockert. Der Mann hat jetzt eine Stelle als Fachkraft bei einer bayerischen Firma in Aussicht, will deswegen anonym bleiben. Ich habe Chemie studiert, abgeschlossen. Es gibt ja durchaus Schnittmengen. Der anerkannte Asylbewerber kann genau unter die Gruppe fallen, die wir dringend brauchen im Arbeitskräftemangel. Doch Süssmuths Partei war lange Zeit nicht so weit. Das Thema Zuwanderung musste vor allem für Parolen im Wahlkampf herhalten. Mehr Ausbildung. Verkürzt lautete der Slogan Kinder statt Inder. Begrenzung der Zuwanderung ist das Motto. Und es muss darum gehen, wie kann man diejenigen, die als Asylbewerber abgelehnt sind, die als Bürgerkriegsflüchtlinge nicht mehr in Not sind, die illegal sind, wie kann man die aus Deutschland wieder in ihre Heimatländer zurückbringen. Während noch heute die gleichen Rezepte angepriesen werden, haben die Flüchtlings- und Migrantenströme zugenommen. Wertvolle Zeit ist verstrichen. Einer, der das in Flüchtlingslagern auf der ganzen Welt beobachtet, ist Professor Zenker. Das ist das massive Versäumnis in der deutschen und europäischen Politik, sich zu bekennen zu der Flüchtlingsthematik und dann rational, auch vor dem Hintergrund, ein Einwanderungsgesetz endlich zu schaffen, mit Kontingenten zu arbeiten, aber auf einem viel höheren quantitativen und qualitativen Niveau. Stattdessen haben Politiker den Menschen vorgemacht, man könne das Problem durch Abschottung lösen. Mehr Zäune gegen Flüchtlinge im französischen Calais. Hohe Zäune an den spanischen Exklaven in Nordafrika. Vor Libyen patrouillieren Grenzschutzschiffe der EU.
und ebenso vor den griechischen Inseln. Ein neuer Zaun auch an der ungarischen EU-Außengrenze. Lange hat sich die EU dabei auf zweifelhafte Partner verlassen. Libyens Diktator Gaddafi forderte 2010 mehr Geld dafür, dass er Flüchtlinge vor dem Mittelmeer stoppte. Wenn wir nicht zusammenfinden, dann wird Afrika Flüchtlinge nach Europa künftig nicht mehr aufhalten. Europa wird dann nicht mehr der weiße christliche Kontinent sein, sondern schwarz werden. Der Diktator wurde mit Hilfe des Westens gestürzt. Kaum einer hat an die Zeit nach Gaddafi gedacht, kritisiert der Afrika-Forscher Professor Kappel. Weil wir viel zu spät gehandelt haben, stehen wir jetzt erneut vor diesem dicken Problem, einem weitaus vergrößerten Problem, und müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir die nächsten 10 Jahre dazu benutzen, wirklich an die Ursachen ranzugehen und hier verstärkt über Entwicklungskooperation, über Wirtschaftskooperation, über Sicherheitskooperation in einem Gesamtkonzept zu agieren, damit die Menschen wieder eine Perspektive in Afrika haben. Denn sonst werden die Menschen verstärkt zu uns kommen. Und ich weiß nicht, ob Europa in der Lage ist, noch viel mehr Menschen aufzunehmen. Fluchtursachen bekämpfen. Davon reden jetzt wieder alle. Auch das war schon vor 9 Jahren so. Fluchtursachen bekämpfen und zugleich die Integration derjenigen, die legal bei uns sind, verbessern. Doch statt die Armut in Afrika nachhaltig zu bekämpfen, hat die EU nicht selten die Not in Afrika verschärft. Durch umstrittene Handelsabkommen oder durch den Aufkauf von Fischereirechten. Internationale Fischtrawler, auch aus der EU, haben vor Westafrika viele heimische Fischerboote verdrängt. Was zur Verarmung der Fischer geführt hat, die dann auf die Kanarischen Inseln geflüchtet sind. Und dann hat man sich gewundert, dass plötzlich Flüchtlinge ankommen. Jetzt kommen Flüchtlinge in Massen zu uns und sind selbst in Dörfern wie Holzkirchen täglich sichtbar. Erst unter dem öffentlichen Druck werden Süßmuts Vorschläge, nun zähneknirschend, wieder aus der Schublade geholt. Wie schaffen wir legale Zuwanderungsmöglichkeiten als Steuerung, damit die Menschen sich nicht auf den Weg machen in großen Zahlen, hier ankommen, wieder zurückgewiesen werden, möglicherweise in 6 Wochen schon wieder da sind? Wie schaffen wir im Herkunftsland legale Möglichkeiten, wen brauchen wir, wie alt bist du, was ist dein Bildungsstand, welches Interesse und welche Kenntnis hast du von Deutschland? Was spricht eigentlich dagegen, wenn Asylbewerber und Einwanderer ihre Anträge künftig bereits zu Hause stellen können, in der deutschen Botschaft oder den Botschaften anderer EU-Länder? Das könnte den Druck auf Europa zumindest mildern und würde ein striktes Grenzregime der EU eher rechtfertigen. Die Menschen aus den Krisengebieten und die Bürger Europas erwarten jetzt Lösungen.